Seid gegrüßt zur 23. Folge von Bosetti will predigen. Der Reihe, wo ich den Niedergang der deutschen Satire am Beispiel Sarah Bosettis aufzeige. Schaut euch gerne alle Folgen von Bosetti will predigen in der Videobeschreibung verlinkten Playlist an. In diesem Sinne starten wir auch gleich mal los. Die Ampel muss weg! Die Ampel muss weg! Die Ampel muss weg! Ist voll anstrengend. Wieso machen Leute das denn regelmäßig? Vielleicht, weil sie politische Ideale haben? Ich meine, es kann ja nicht jeder immer nur Regierungspropaganda betreiben und das dann in Form von Satire verkaufen. Aber das nur so als erste. In der Ampelkoalition brennt mal wieder der Haushaltsstreit. Annalena Baerbock verlangt einen neuen Laubbläser für die Einfahrt. Svenja Schulze will Kuchen für alle Nachbarn backen. Nancy Faeser will das Wohnzimmer wischen, braucht aber Geld für Vorsicht-Rutschgefahr-Aufsteller, um die innere Sicherheit nicht zu gefährden. Und Boris Pistorius will eine neue Alarmanlage und Selbstschussanlagen an allen Fenstern. Und Christian Lindner, der rennt überall mit dem Staubsauger rum und saugt alles halbwegs Soziale weg, das er finden kann. Und klar, er hat einen blöden Job. Er ist zwar der Herr des Geldes, aber es ist halt zu wenig Geld. Der Etat 2025 soll bis Anfang Juli beschlossen werden. Die Ampel hat jetzt also noch 2 Monate, um sich mal wieder so richtig gegenseitig zu zerfleischen. Und das wird sie, denn es ist die Ampel. So kennen und so lieben wir sie. Ich habe mir was überlegt. Aber das ist auch mal ein komisches Framing. Es ist nicht zu wenig Geld da. Das stimmt einfach nicht. Die Ampel will nicht mehr Geld ausgeben. Das war eine politische Entscheidung, sich an die Schuldenbremse zu halten. Man hätte ein Vermögen einfach die Schuldenbremse umgehen können oder die Schuldenbremse direkt aussetzen können, wenn die Ampel das gewollt hätte. Zum Aussetzen der Schuldenbremse benötigt man im Bundestag einfach nur die einfache Mehrheit. Also die Ampel könnte die Schuldenbremse jederzeit aussetzen, wenn sie wollte. Also dieses, es ist zu wenig Geld da, das ist jetzt auch schon wieder so ein Narrativ, was nicht stimmt. Es ist zwar durch alle Medien gegangen, aber es stimmt einfach nicht. Dass ich mich jetzt bei den die Ampel muss wegbrüllerinnen einreihe. Erstens, weil ich glaube, dass ich mir da eine komplett neue und bislang unangezapfte potenzielle Fanbase erschließen könnte. Und zweitens, weil es vielleicht stimmt. Vielleicht muss die Ampel weg. Das Tolle an der Ampel ist ja, dass bei ihr für jede und jeden etwas zum Hassen dabei ist. Sie ist ja auch wahnsinnig unbeliebt. Und das liegt nicht nur daran, dass es fast unmöglich ist, die FDP und die Grünen gleichzeitig gut zu finden. Es liegt vor allem daran, dass wenn die FDP und die Grünen in einem Raum sind, immer noch jemand Drittes mit im Raum ist. Und nein, ich meine nicht die dritte Koalitionspartnerin. Wer war das nochmal? Ich meine den Streit. FDP bedeutet nicht mehr Freiheit und Wirtschaft. Die Grünen bedeuten nicht mehr Umwelt und Klimaschutz. FDP und Grüne bedeuten Streit. Sie zoffen sich wie Eltern, die sich zoffen wie Kinder. Und ich muss ehrlich sagen, grundsätzlich finde ich das nicht schlimm. Dass um Lösungen gerungen wird, ist ja nur demokratisch. Dass das manchmal länger dauert, dass hart gestritten und standhaft argumentiert wird, alles kein Ding. Dass unfair gespielt wird, okay, das müsste nicht sein. Helene Bockhorst war mal bei mir im Podcast und hat gesagt, die Ampel menschele ihr zu sehr. Und ich war so, was? Nein, das ist doch alles super spannend und es macht ja irgendwie auch transparent, wie demokratische Prozesse funktionieren. Aber jetzt weiß ich, Helene Bockhorst hatte recht und ich bin ein Freak. Ich bin die Frau, die auf einer Party nach ihren Hobbys gefragt wird und sagt, ich zähle in meiner Freizeit gerne die letzten verbliebenen Exemplare des Mangarahara-Buntbarschs. Und du so? Mangarahara-Buntbarsch angucken ist wie Ampel angucken. Beide sind nicht annähernd so bunt, wie ihr Name behauptet. Und beides kann kaum jemand nachvollziehen. Es wird ja viel darüber gesprochen, was die Ampel dem Land zumutet. Das ist nicht immer fair, denn es ist ja zum Beispiel gar nicht so, als hätte Olaf Scholz Wladimir Putin persönlich gebeten, die Ukraine zu überfallen. Hunderttausende... Putin die Ukraine überfallen hat, impliziert ja noch nicht, dass das irgendwelche Konsequenzen für uns hätte. Den Wirtschaftskrieg gegen Russland, den hat Regierung begonnen und nicht die russische Regierung. Zumal sich der Überfall auf die Ukraine hätte verhindern lassen, wenn der Westen kompromissbereiter gewesen wäre. Das wollte der Westen nicht. Also die USA haben ja kurz vor Beginn des Ukraine-Krieges zu Russland gesagt, als Russland gesagt hat, wir wollen über den Status der Ukraine verhandeln, da haben die USA gesagt, es gibt nichts zu verhandeln. Also die Haltung des Westens, die war da doch schon ziemlich klar.
Menschen in den Tod zu schicken und ganz nebenbei die Preise in Deutschland steigen zu lassen. Es ist auch nicht direkt so, als hätte Robert Habeck den Klimawandel angefleht, jetzt endlich mal zu einem ernsthaften Problem zu werden. Oder als hätte Christian Lindner beschlossen, das Dilemma zwischen Schulden und Schuldenbremse zu erfinden. Aber zum Teil hat es... Naja, das haben SPD und CDU 2009 in die Verfassung geschrieben, mit Unterstützung von Grünen und FDP. Das sollte man auch erwähnen. Also die FDP war damals auch dafür, das in die Verfassung zu schreiben. Also natürlich sind all die ganzen Altparteien daran schuld, dass diese Regel in der Verfassung steht. Sich die Ampel kaum etwas so hart erarbeitet wie die Kritik, die an ihr geübt wird. Und ja, sie mutet den Menschen einiges zu. Ich neige ja dazu zu sagen, jetzt stellt euch nicht so an, Demokratie ist halt Arbeit. Aber wenn laut der neuesten Studie Jugend in Deutschland sogar bei den 14- bis 29-Jährigen die AfD ganz vorne liegt, dann kann es so nicht weitergehen. Und klar, auch ich lege all meine Hoffnungen da rein, dass Olaf Scholz Aktentasche auf TikTok das schon rausreißen wird. Deshalb wird sowas wie Wirtschaftspolitik auch für junge Menschen, vernünftiger Klimaschutz, die Ausweitung von Behandlungskapazitäten für psychische Probleme und bessere politische Bildung bestimmt auch in Zukunft nicht nötig sein. Aber vielleicht muss zumindest der Zoff ein bisschen runtergefahren werden. Und die Frage ist, kann die Ampel das? Ich glaube, was viele Leute als die größte Zumutung empfinden, ist, dass Politik überhaupt eine Rolle in ihrem Leben spielt. Ja, das ist ein bisschen enttäuschend. Schließlich haben wir das große Privileg, in der am wenigsten schrecklichen Staatsform zu leben und sollten dankbar sein und bemüht, sie zu bewahren. Aber auf Dankbarkeit und Mühe hat eben kaum jemand Lust. Die Leute wollen in Ruhe gelassen werden. Das hat Frau Merkel verstanden und perfektioniert. Und weil Frau Merkel das verstanden und perfektioniert hat, geht es jetzt nicht mehr. Jetzt muss nachgearbeitet werden, weil die Politik prokrastiniert hat. Und das ist schlimm genug. Das ist Zumutung genug. Ich will nicht sagen, dass die Leute nicht mehr können. Wir alle könnten sehr viel mehr. Mehr aushalten, mehr schaffen, mehr Bewusstsein für unsere eigene... Nein. Also es gab jetzt Jahrzehnte mit Steuersenkungen für Reiche, Jahrzehnte mit... Ja, wo sich die Verhältnisse in diesem Land eher verschlechtert als verbessert. Also Leute wie Bosetti, die können definitiv mehr Belastung ertragen. Aber der einfache Bürger, der definitiv nicht... Also ihr könnt euch ja mal die Einkommensverteilung in Deutschland 1980 anschauen und dann anschauen, wie sich das bis 2020 verändert hat. Also die Ungleichheit ist in Deutschland deutlich gestiegen, wie in fast allen anderen westlichen Industrieländern auch. Eine Bequemlichkeit entwickeln. Aber wir wollen halt nicht. Wir wollen lieber auf dem Schulhof mit Kaya und Elias eine rauchen und dann unser Kreuzchen bei einer Partei machen, die Kaya und Elias in Anatolien entsorgen will, weil das bequemer ist und niemand kann es uns verbieten. Ich will nicht die Ampel für den schwelenden Rassismus in unserer Gesellschaft verantwortlich machen. Ich will auch nicht so tun, als sei die Politikverdrossenheit der Jugend allein ihre Schuld. Aber sie ist die deutsche Bundesregierung. Wenn sie es nicht schafft, Politik als das zu zeigen, was sie ist, nämlich die Gestaltung unseres Zusammenlebens, was ja etwas Tolles ist. Wenn sie es nicht schafft, das Kindische, jeden politischen Findungsprozess dem parteipolitischen Kalkülopfern abzulegen, wenn sie so viel und so schlecht miteinander streitet, dass sogar ich lieber Mangarahara Buntbarsche angucken würde, dann muss die Ampel weg. Und das sage ich, obwohl mir wahrscheinlich nicht gefallen wird, was danach kommt. Also reißt euch zusammen. Gott. Also die Ampel muss weg, weil sie sich streitet. Toll. Also das Problem ist ja nicht, an der Ampel ist ja nicht, dass sie sich darüber streitet, welche Politik gemacht werden soll. Das Problem ist, dass die Ampel die falsche Politik macht. Ich meine, dass die Ampel sich an die Schuldenbremse hält, das ist ja jetzt, okay, es wird von einigen Leuten kritisiert, aber das ist ja jetzt die herrschende Politik. Dass die Ampel den Wirtschaftskrieg gegen Russland weiterführt, das ist die herrschende Politik. Dass die Ampel unsere Energiepreise so in die Höhe treibt, das ist die herrschende Politik. Dass die Ampel einen Mindestlohn von 14 Euro verhindert, das ist die herrschende Politik. Also all das ist herrschende Politik, über all das gibt es ja keinen großen Streit. Dieser Streit, der wird mehr oder weniger inszeniert. Das hat ja wenig mit der realen Politik der Ampel zu tun. Also man streitet sich groß und am Ende macht man genauso Politik, wie man es vorher auch gemacht hat. Also ja, was soll ich sagen, so ein typischer Sarah Bosetti-Beitrag wieder. Und nicht mal eine große Aussagekraft oder irgendwas. Ich hätte mal gerne was gehabt, wo ich mich wenigstens hätte drüber aufregen können, aber das war ja jetzt wirklich wieder gar nichts. Also nicht mal Satire, nicht mal Regierungskritik, es war gar nichts.